In Indien fand eine der teuersten Hochzeiten der Welt statt. Der Sohn des reichsten Mannes Asiens, Anant Ambani, und die umwerfende Schönheit Radhika Merchant, die Tochter eines anderen Milliardärs, haben den Bund fürs Leben geschlossen. Es war eine luxuriöse Feier, die durch ihre Größe beeindruckte. Aber nicht jeder freut sich über diese Hochzeit. Warum sind viele über dieses Fest empört? Wofür sind die Frischvermählten außer dem Reichtum ihrer Eltern berühmt geworden? Und mit wem hatte die Braut eine Romanze, bevor sie den reichsten Bräutigam Indiens traf? Sehen Sie das Video bis zum Ende, um all dies zu erfahren. Lassen Sie uns beginnen. Diese Hochzeit fand in mehreren Etappen statt. Schließlich wurden zwei der reichsten Familien Indiens miteinander verbunden. Der Vater des Bräutigams, Mukesh Ambani, belegt den 11. Platz auf der Liste der reichsten Menschen der Welt. Er leitet den größten Konzern Indiens, der Energie-, petrochemische- und Textilunternehmen sowie eine landesweite Medienimperium kontrolliert. Die Braut steht dem Bräutigam in nichts nach. Sie ist die Tochter des Milliardärs Shriveeran Merchant, des Geschäftsführers eines Gesundheitsunternehmens. Dem Bräutigam Anant Ambani ist 28 Jahre alt und damit ein Jahr jünger als seine Liebste. Er ist in Indien sehr beliebt aufgrund seines Sieges über die Fettleibigkeit. Bereits in seiner Kindheit erkrankte der Sohn des Milliardärs an Asthma und musste spezielle Medikamente einnehmen. Diese Medikamente verursachten hormonelle Störungen. Zu seinem 19. Geburtstag wog Anant 196 Kilo und das Gewicht nahm weiter zu. Die Fettleibigkeit bedrohte ernsthaft die Gesundheit des jungen Mannes und er musste radikale Methoden anwenden, um dagegen anzukämpfen. Hierfür engagierte Anants Vater den besten Fitnesstrainer Bollywoods, der ein individuelles Trainingsprogramm entwickelte. Anant hat enorme Anstrengungen unternommen, um abzunehmen. Er trainierte 6 Stunden täglich an Geräten, praktizierte altindische Yoga, hielt Diät und machte viele Spaziergänge. In nur 1,5 Jahren verlor der junge Mann 108 Kilo und verwandelte sich in einen schlanken Mann mit einem Gewicht von nur 88 Kilo. Ganz Indien verfolgte diese unglaubliche Transformation. Anant wurde aufrichtig respektiert, da nur wenige Menschen zu solch ernsthaften Willensanstrengungen fähig sind. Während der Coronavirus-Pandemie musste der jüngere Ambani einen inaktiven Lebensstil führen und er nahm wieder etwas zu. Dennoch hinderte dies den Mann nicht daran, eine der schönsten und reichsten Frauen Indiens zu bezaubern. Radhika Merchant Zielstrebigkeit steht dem Willen des Bräutigams in nichts nach. Trotz der Milliarden ihres Vaters führte Radhika keinen müßigen Lebensstil, sondern lernte hart. Sie erwarb einen Abschluss in Politikwissenschaften an der New York University. Außerdem lernte sie 8 Jahre lang traditionelle indische Tänze. Als Hauptberuf wählte Radhika das Management und hilft ihrem Vater nun aktiv im Pharmazeutikgeschäft. Anant und Radhika kannten sich seit ihrer Kindheit. Doch erst vor 7 Jahren interessierten sie sich ernsthaft füreinander. Freunde luden beide zu einer Party ein, bei der es zwischen dem jungen Mann und der jungen Frau funkte. Es folgte eine stürmische Romanze, aber lange Zeit wagten die jungen Leute nicht, sich zu verheiraten. Die lang ersehnte Entscheidung für ganz Indien fiel im Januar 2023, als sich das Paar verlobte und begann, die Hochzeit vorzubereiten. Da beide Familien märchenhaft reich sind, entschied man sich, die Zeremonie mit königlichem Aufwand zu gestalten. Den Löwenanteil der Ausgaben übernahm der Vater des Bräutigams, der reichste Mann Indiens, Mukesh Ambani. In den letzten 4 Jahren hat sich sein Vermögen verdreifacht, von 37 auf 116 Milliarden Dollar. Im Jahr 2018 gab Mukesh etwa 100 Millionen Dollar für die Hochzeit seiner ältesten Tochter Isha aus. Anscheinend beabsichtigt er, seinen eigenen Rekord zu brechen und stellte 20 Millionen mehr für die Hochzeit seines Sohnes bereit. Da es nicht einfach ist, 120 Millionen Dollar auszugeben, wurde beschlossen, die Hochzeit in 2 Etappen zu feiern. Die erste Etappe fand im März statt und schockierte selbst die an Luxus gewöhnten Scheichs des Ostens mit ihrer Pracht. Die Feierlichkeiten wurden im Küstenstaat Gujarat über 3 Tage hinweg abgehalten. Zur Zeremonie wurden 1500 hochrangige Gäste eingeladen. Darunter waren Mark Zuckerberg mit seiner Frau, Bill Gates, Hillary Clinton, Ivanka Trump, die Königin von Bhutan, Premierminister von Katar, Bollywood-Stars und viele der anderen Berühmtheiten. Sie wurden von dem Illusionisten David Blaine und der Sängerin Rihanna unterhalten,
die nur selten bei privaten Veranstaltungen auftritt. Gerüchten zufolge erhielt sie für ihr kurzes Konzert ein Honorar von 8 Millionen Dollar. Um den farbenfrohen Charakter der Feier zu betonen, trug Rihanna ein traditionelles indisches Sari. Über 3 Tage hinweg bereiteten Köche 2500 Gerichte zu, die kein einziges Mal wiederholt wurden. Die Organisatoren verdienen Lob dafür, dass sie auch an einfache Leute gedacht haben. Ein prächtiges Festmahl wurde für 50.000 Einwohner der Stadt Jogwad arrangiert, wo die Feierlichkeiten stattfanden. Während der Hochzeitsfeierlichkeiten verbreiteten sich im Internet Fotos von Radhika mit ihrem Ex-Freund Rohan Malhotra. Gerüchten zufolge waren sie 2013 zusammen, blieben jedoch seitdem gute Freunde und sind sogar auf Instagram gegenseitig abonniert. Die Spannung verstärkte sich, als bekannt wurde, dass Rohan bei der Veranstaltung vor der Hochzeit anwesend war. Dies löste eine Flut von Diskussionen im Internet aus. Nutzer der Plattform bewunderten Rohans Aussehen und waren überrascht über Radhikas Freundschaft zu ihrem Ex. Die unvergleichliche Pracht der Veranstaltung spiegelte sich auch in den Outfits der Anwesenden wider. Die Mutter des Bräutigams, Nita Ambani, trug ein Seidensari vom berühmtesten indischen Couturier. Die Menge an Schmuck, den sie trug, wurde nicht in Stücken, sondern in Kilogramm gemessen. Allein eine Smaragd-Halskette wurde von Experten auf 30 Millionen Dollar geschätzt. Etwa im gleichen Stil waren auch die anderen Verwandten des Brautpaars gekleidet. Im Vergleich dazu erschien Radhika Merchant in einem rosa Versace-Kleid bemerkenswert bescheiden. Doch das war nur am ersten Tag der Feierlichkeiten. An den folgenden 2 Tagen übertraf sie, wie es sich für eine Braut gehört, alle anderen Gäste mit ihren Kleidern. Erschöpft von dem unglaublichen Luxus begaben sich das Paar auf eine Kreuzfahrt im Mittelmeer. Auf dem Ozeandampfer veranstalteten sie mehrere Partys. Bei einer davon traten Anans und Radhikas Jugendidole, die Backstreet Boys, auf. Wenn Sie denken, dass dies die prächtige Hochzeit war, liegen Sie falsch. Wie bereits erwähnt, handelt es sich um eine Art Probe für die eigentliche Zeremonie, die im Juli stattfand. Und diese Feier erwies sich als noch grandioser. In Gujarat wurde speziell für die Hochzeit ein Tempelkomplex errichtet, wo die Vereinigungszeremonie Shubh Viva nach hinduistischer Tradition stattfand. Aber was danach geschah, hat niemand erwartet. Diese Hochzeit hat die ganze Welt nicht nur durch ihren Luxus, sondern auch durch die Ereignisse überrascht, die darauf stattfanden. Darüber werden wir im nächsten Video berichten. Schauen Sie unbedingt rein, Sie werden beeindruckt sein. Aber nicht alle sind begeistert von dieser Hochzeit des Jahrhunderts. Einige Internetnutzer äußern Unmut darüber, dass solche luxuriösen Hochzeiten in Indien stattfinden, während viele unter Hunger leiden. 75% der Bevölkerung dieses Landes leben unterhalb der Armutsgrenze. Diese Gelder hätten dazu verwendet werden können, um Menschen zu helfen, die Lebensbedingungen zu verbessern und den Kampf gegen Armut zu unterstützen. Zum Beispiel hätten mehrere Schulen, Krankenhäuser gebaut und Zugang zu sauberem Wasser und Elektrizität ermöglicht werden können. Obwohl die Familie des Bräutigams das größte Wohltätigkeitsfund in ihrem Land führt, sind Menschen unzufrieden mit solchen Ausgaben für Feierlichkeiten. Dennoch veranstalten Milliardäre prächtige Hochzeiten, um ihren Reichtum zu zeigen und ihren Status zu betonen. Wir möchten Anand und der wunderschönen Radhika nur alles Gute für ihr Familienleben wünschen, damit es genauso märchenhaft und festlich wird wie ihre außergewöhnliche Hochzeit. Im nächsten Video werden wir zeigen, was die Welt am meisten beeindruckt hat und was bei dieser scheinbar perfekten Hochzeit schiefgelaufen ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um nichts zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht zu liken und zu abonnieren. Bis bald!